Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Mein Name ist Claudio Zuccolini. Viele Leute fragen mich, ist das ein Künstlername? Dann sage ich, nein, das ist mein richtiger Name. Und dann sagen sie, ist das italienisch? Dann sage ich, nein, meine Eltern sind aus Sri Lanka. Natürlich ist es italienisch, Claudio Zuccolini. Mehr O's und U's und I's kannst du gar nicht in meinem Namen haben. Aber die Leute fragen ja wirklich immer komische Sachen. Ich weiss, wo wir gezügelt sind, da sind wir mit 350 Zügelschachteln vor dem Haus gestanden. Nebendran ein grosser Zügelwagen, wo drauf gestanden ist, Zügelunternehmen. Und dann kommt der Nachbar und sagt, so sind wir am Zügeln. Sagst du, nein, wir machen das aus all zwei, drei Monaten, tun wir alles in Schachteln verpacken. Zum Schauen, hätten wir genug Schachteln, wenn wir zügeln würden. Aber es ist wirklich, was die Leute sich für Fragen stellen. Und ich stelle mir ja wahnsinnig viele Fragen. Oder? Ich habe mir diesen Sommer habe ich mich wieder gefragt. Ich war wirklich dabei und habe überlegt, warum zum Beispiel haben alle einen Schrittzähler. Kennen Sie den Schrittzähler? Das ist das Gerät, wo am Abend siehst, dass du zu wenig gelaufen bist. Ja, ein normaler Mensch müsste ja pro Tag etwa 10'000 Schritte machen. Das sind etwa 8-9 Kilometer. Wer macht das schon, wo nicht Wanderer von Beruf ist? Ja? Und jetzt kommst du am Abend heim und denkst, jetzt bin ich zu wenig gelaufen. Machst du wirklich noch die fehlenden Schritte so in der Stube, bis es essen geht? Ich frage mich, es ist so sinnlos, der Schrittzähler. Es ist so sinnlos, wie am Bankomat einen Beleg rauslassen, wenn du 100 Franken abgehoben hast. Da fragt mich immer, warum machen das die Leute? Ein Beleg rauslassen. Ha? Auf dem Beleg steht nichts anderes, als dass du jetzt gerade vor ein paar Sekunden 100 Franken abgehoben hast. Wenn das nicht mehr weisst, ich glaube, dann dürften sie dir gar keine EC-Karte geben. Aber der Schrittzähler, es ist so sinnlos. Aber wir haben jetzt die Lösung gefunden, oder? Wir haben jetzt im Quartier einen älteren Mann, der ist Schrittzähler-Sitter. Der geht am Morgen alle Schrittzähler vom Quartier einsammeln, geht mit denen zweimal am Tag spazieren. Am Abend sind die todmüde und haben etwa 20'000 Schritte drauf und wir alle sind zufrieden. Ja? Aber es ist schon erstaunlich, was so alles gemacht wird. Ich habe mich auch in der Sommerferien wieder gefragt, warum gibt es Hotels, wo amix als Bettmümpfeli auf das Kopfküssi ein Stück Schokolade tun? Also ein Schokolädchen. Wir alle wissen, vor dem Schlafen, Zähne putzt, Schoki essen, das ist nicht gut. Aber noch schlimmer ist es, wenn das Schoki vergisst. Wenn das hinten runterrutscht und du schlafst die ganze Nacht auf so ein Schokolädchen. Wie erklärst du am Morgen am spanischen Zimmermädchen, dass der Fleck im Bett nicht das ist, was sie vermutet. Weil sie sagt, Senorita, non es caca. Und sie sagt, no, Senor. Und sie sagt, no, non es caca. Es caca, oh. Es kommt, no, Senor. Und sie sagt, ja, komm mal hier, komm, you can taste it. Und schon hast du eine Riesenlampe. Ich frage mich wirklich so tagtäglich, wo ich mich wirklich wundere. Ich frage mich auch, warum gibt es eigentlich mittlerweile bei den Grossverteilern überall so Self-Scanning? Oder? In Migros und im Coop kennen Sie, dass man selber das Ganze einlesen muss. Da gibt es die Geräte, da muss alles piep, piep, piep. Ich frage mich, was ist falsch dran war früher als Wegelitz nicht? War rein tun, an die Kasse gehen, zahlen heim. Was war das Problem gewesen? Mittlerweile musst du das eigentlich alles selber machen, oder? Piep, piep. Und alle sind völlig überfordert. Die Mütter mit dem Kinderwagen, dann noch das andere Wegelitz, die zwei Gofen, da noch das iPhone und jetzt noch so ein Gerät. Piep, piep, kommen jetzt, piep, piep. Die älteren Leute sind völlig überfordert, die sagen, sie, es tut nicht. Ja, sind Sie sicher? Nein, es tut nicht! Ich habe es nicht gehört, Pieps, es tut nicht! Mal, wenn ich es jetzt so anschaue, ich sehe, es hat schon getan, aber sind Sie sicher, dass Sie 125 Packungen WC-Papier brauchen? So lange geht es jetzt auch nicht mehr. Nein, aber das ist ja wirklich Birnwart. Der einzige Vorteil des Self-Scanning ist, du kannst selber deine persönlichen Aktionen machen. Du musst ja nicht alles einscannen. He? Sie machen ja nur Stichproben. Und wenn sie mich rausnehmen als Bündner hier in Zürich, dann kann ich mich ganz dumm stellen. Das ist unser Vorteil. Ich kann sagen, ah, ich habe nicht gewusst. Also sind Bündner, ja, wir können das nicht. Bei uns kommt noch der Migros-Last ins Dorf.
Ja gut, gehen Sie hinterher. Wir haben so Vorteil, als Bündner kannst du in Zürich rückwärts mit der Bündnernummer im Auto rückwärts im Hauptbahnhof über Gleis reinfahren. Wenn Sie die Nummer sehen, sagen Sie, ah, ein Bündner. Ja, ja, ist schon gut. He? Wissen Sie, wer zum Viertel Bündner? Ja, alle wollen Bündner sein. Ich bin zum Viertel Bündner, dann frage ich mich, wer sind denn die anderen drei, die noch dabei waren? Ja, sicher, die Bündner sind total beliebt. Es gibt Leute, die suchen krampfhaft irgendwo in ihrem Stammbaum, ob sie irgendwo weit draußen noch verwandt sind mit einem Murmeltierli. Das merkst du auch an den Namen an. Bündner nehmen im Unterland völlig in, oder? Dann heissen sie so der Laurina und Rhein Eckenberger, Seraina Madeleine Hofstetter. Ja, wenn du in Zürich irgendwo auf einem Kinderspielplatz bist, hast du oftmals das Gefühl, du seist in einem Schellenursli-Buch. Aber ich bin Bündner, 100%. Mein Name ist Claudia Zuccolini. Danke vielmals. Merci.